Der DV-Richter ist eine sehr wichtige Funktion, um das Potenzial von Pokémon optimal ausschöpfen zu können. Wie ihr ihn in Pokémon Karmesin und Purpur erhalten könnt und was er euch dann genau verrät, ganz flott in diesem Video. Also, es ist so, dass Champ werden in Paldea alleine nicht reicht. Ihr müsst wirklich das Spiel bis zum Abspann beenden, sprich im Schlund von Paldea zu Ende aufgeräumt haben. Sobald ihr also den Abspann hinter euch habt, unbedingt noch mit dem Direktor quatschen. Danach ist es aber wirklich soweit. Wenn ihr jetzt zum Pokémon Center geht, wird euch Schwester Joy auf die Funktion aufmerksam machen. Nun habt ihr sie in euren Boxen. Wenn ihr dort ein Pokémon anschaut, zweimal Plus drücken und ihr seht die DVs bzw. Angaben zum Potenzial. Da haben wir sensationell für 31, fantastisch für 30, sehr gut für 26 bis 29, gut für 16 bis 25, nicht übel für 1 bis 15 und schlecht bedeutet 0. Wenn man es bei sehr gut, gut oder nicht übel noch genau wissen will, muss man es dann nochmal genau nachrechnen. Im Normalfall reichen die Angaben aber völlig aus. Noch ein Hinweis: Falls ihr noch nicht ganz so weit seid, aber schon bis Frigomonta kommt, dann könnt ihr auch ohne DV-Richter, zumindest bei Pokémon, über Level 50 mit Hilfe vom Super Spezialtraining auf einen 30er Wert testen. Ihr müsst auch keine Kronkorken dafür verschwenden, einfach schauen, ob die Krone da ist. Das bedeutet dann 31, dann einfach wieder beenden. Und damit hoffe ich, dass euch dieses Video nochmal gut helfen konnte. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.